Es wird mit Computersprache vorgetragen. Trend Following beim Trading an der Börse. Autor SelMcKenzie. Aktien und Devisen bewegen sich an der Börse in zuverlässigen Trends. So ganz nach dem Schlagwort The Trend is your friend. Der Autor SelMcKenzie zeigt hier nunmehr einen pragmatischen Ansatz, um Trends zu erkennen, einzusteigen und geschickt als Handelssystem zu nutzen. Die Grundsatzfrage: Liegt ein Trend vor? Diese Frage mag ein wenig banal klingen, sehen wir doch schon rein visuell, ob ein Wertpapier oder eine Währung eine Trendrichtung verfolgt. Aber wer macht sich schon bewusst, dass es Trends innerhalb von Trends gibt? Auf weichende Trends bezieht sich die Grundsatzfrage. Zwei Gründe gibt es, diese Frage in jedem Fall ausdrücklich zu beantworten. Erstens scheint es so einfach in der Praxis ja nicht zu funktionieren. Warum werden sonst so häufig Trendfolgesysteme in Seitwärtsphasen getradet? Zweitens ist es für den Markteintritt wichtig, eine dafür erforderliche Trendschwäche zu erkennen. Zu unserer Frage zurück: Liegt ein Trend vor? In Bild 1 sieht man im Währungspaar USD-JPY Klammer auf Dollar-Yen Klammer zu einen Anfang März beginnenden stabilen Aufwärtstrend. Das ist offensichtlich. Wichtig ist jedoch, einen Kursverlauf ständig auf die Definition eines Trends hin zu überprüfen. Wir sprechen von einer trendgerichteten Bewegung, wenn in einem Aufwärtstrend höhere Hochs und höhere Tiefs gebildet werden. Im Abwärtstrend gilt entsprechendes umgekehrt. Um die Trefferquote beim Markteintritt in einen laufenden Trend zu erhöhen, muss der Trader auf eine Schwäche im Kursverlauf warten. Eine solche äußert sich in sogenannten Retracements, Klammer auf Kursrücksetzer, Klammer zu. Kein Trend läuft ungestört, denn es gibt immer wieder Phasen, in denen durch Gewinnmitnahmen oder kurzfristige Marktunsicherheiten eine Kursbewegung gegen den Trend stattfindet, ohne diesen allerdings grundsätzlich in Frage zu stellen. Der Trader muss versuchen, das Ende dieser Schwächephase abzuwarten, um dann in Trendrichtung einzusteigen. Eine geeignete Methode der Trendbestimmung ist die Zerlegung des Kursverlaufes in ein Dreierwellenmuster. Sehen wir uns dazu einmal Bild 2 an. Wir bleiben bei USD-JPY-Chart. Wie in Bild 1, alle Hauptwährungspaare lassen sich in Dreierwellenmuster zerlegen. Der Beginn einer Aufwärtsbewegung ist das tiefste Tief, Klammer auf, in diesem Beispiel am 5.3.2007, Klammer zu. Der Kurs steigt störungsfrei bis zum 12.3.2007 und findet dort sein vorläufiges Hoch. Wir sehen ein Retracement bis zum 14.3.2007 auf ein Kursniveau, das das Low vom 5.3.2007 nicht unterschreitet. Da sich die Aufwärtsbewegung danach fortsetzt, wird sie vom Retracement nicht in Frage gestellt. Nach einem erfolglosen Test des Kurses vom 12.03.2007 geht es nahezu ungestört weiter, bis zum 16.04.2007. Ab hier wiederholt sich das Spiel: Retracement, Kurserholung, Trendfortsetzung. Um das einfache Wellenmuster fortzuschreiben, wird Punkt C zum neuen A und D zum neuen B beginnende Schwächephasen kennzeichnen sich durch den Bruch von Trendlinien. Hier liegt der große Vorteil der Dreierwellenmuster. Trendlinien entstehen durch die Verbindung der Punkte A und C in einem Chart. Gibt es deshalb mehrere Trendlinien, kurzfristige, längerfristige und übergeordnete. Die Erfahrung aus dem praktischen Handel zeigt zudem, dass der Kurs bei dem Bruch einer Trendlinie auf die nächste zuläuft. Die Eingangsfrage nach der Existenz eines Trends könnte auch anders formuliert werden. Sehen wir ein Retracement. Wenn ein Retracement ein Kursrücksetzer ist, dann sehen wir bei tieferen Tiefs und tieferen Hochs in einem Aufwärtstrend ein Retracement, oder? Nicht ganz, denn bevor die tieferen Kurse als Retracement bezeichnet werden können, müssen sie bestätigt werden. Sehen Sie sich Bild 2 an. Dort sind drei Tage eingekreist, die die Notwendigkeit der Bestätigung sehr gut zeigen. Am 5.4.2007 sahen wir in der stabilen Aufwärtsbewegung ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief, ein Retracement. Nein, der Kurs setzte die Trendrichtung fort. Zweites Beispiel, am 30.04.2007 wiederholt sich das Spiel: tiefes Hoch, tieferes Tief und doch kein Retracement. Drittes Beispiel, auch am 22.05.2007 wurde es nichts mit einer Trendschwäche.
allen Beispielen gemeinsam ist, dass die dem vermeintlichen Kursrücksetzer folgende Kerze die Gegenbewegung nicht bestätigte. Wenn Sie sich allerdings die Wendepunkte des Dreierwellenmusters ansehen, wurde jede der Gegenbewegung bestätigt. Die Antwort auf die Frage nach dem Retracement ist das Identifizieren eines Wendepunktes mit Bestätigung. Wie weit geht der Kursrückgang? Haben wir die beiden Fragen nach Trend und Retracement mit Ja beantwortet, wird nun der Markteintritt geplant. Der soll wie eingangs erwähnt dann stattfinden, wenn der Kurs wieder in seine ursprüngliche Richtung dreht. Doch wo ist dieser Punkt? Kurse vorherzusehen gelingt natürlich nicht, aber auf häufig wiederkehrende Kursverhaltensmuster zu spekulieren, kann sehr zuverlässig sein. Der große Vorteil der Währungspaare ist, dass sie Fibonacci-Ziele oft mit großer Präzision treffen und als Wendepunkte nutzen. Der Trader benötigt zur Kursprognose die in jeder Chart-Software enthaltenen Fibonacci-Retracements. Verdeutlicht wird das an einem Beispiel des Dollar-Schweizer-Franken, Klammer auf USD-CHF, Klammer zu, in Bild 3. Ausgehend vom 14.06.2007 bewegte sich das Währungspaar in einem Abwärtstrend. Auch hier erfolgt die Zerlegung in das 3E-Wellenmuster. Der Beginn der Bewegung und damit das vorläufig höchste Hoch ist Punkt A. Das Retracement beginnt am 27.06.2007 und wird am nächsten Tag bestätigt. Aufgrund des Kursverlaufes an diesem Handelstag kann eine Kursprognose gestellt werden, indem jetzt auf die Hilfe der Fibonacci-Level zurückgegriffen wird. Dazu verbindet man die Punkte A und B mit dem Fibonacci-Retracement-Tool. Das Chart-Programm zeichnet selbstständig die Fibo-Level ein. Dargestellt werden die 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% sowie die 76,4% Level. Das Besondere bei den Hauptwährungspaaren ist, dass sie an diesen Punkten ihre Gegenbewegung umdrehen. Die größte Rolle spielen aus praktischer Erfahrung der 38,2% und der 61,8% Level. In Bild 3 ist sehr gut zu erkennen, dass der USD-CHF die 38,2% Marke, Klammer auf 1,2341, Klammer zu, mit hoher Genauigkeit, trifft, Klammer auf 1,2340, Klammer zu. Es gibt Handelsansätze, die bei Annäherung an die entsprechenden Level in die Gegenrichtung einsteigen und dies mit engen Stops absichern. Die Trefferquote und damit die Gewinnwahrscheinlichkeit eines solchen Systems ist nicht zufriedenstellend. Deshalb sollte der Trader einen zusätzlichen sinnvollen Filter verwenden. Wechsel der Zeiteinheit, Trefferquote steigern. Hat der Trader in einem Retracement die Fibonacci-Level identifiziert, wechselt er die Zeiteinheit, um mit einem zusätzlichen Filter die Trefferquote dieses Systems zu erhöhen. Wir betrachten wieder Bild 3. Am 28.06.2007 wurde ein gezeichnet. Bild 4 zeigt das Umschalten auf einen 4-Stunden-Chart. Der Wechsel erfolgt mit dem Ziel, Chartformationen bzw. Candlestick-Muster zu finden, die eine Trendumkehr im Bereich der Fibonacci-Level bestätigen. Das gilt für alle Handelsansätze. Folgende Kombinationen bieten sich für den Forex-Handel an, Klammer auf, siehe Tabelle 1, Klammer zu. Aus praktischer Handelserfahrung heraus kann eine tiefere Zeitebene als der 60-Minuten-Chart als Analysezeitraum nicht empfohlen werden. Die Nebengeräusche im Währungsmarkt sind auf dieser Ebene irritierend. Trendumkehrmuster an Fibonacci-Leveln. Nähert sich der Kurs einem der Fibonacci-Level, wartet der Trader auf die Bildung von Candlestick-Formationen, die eine Trendumkehr signalisieren. Einige der einfachen Muster sind dazu hervorragend geeignet, Klammer auf, siehe Kasten, Klammer zu. In Bild 4 ist eine Bearish-Engulfing-Candle-Formation zu erkennen. Sie entsteht an der als Widerstand eher kantenwichtigen 38,2% Fibonacci-Linie, Klammer auf, siehe Bild 3, Klammer zu. Nachdem das festgestellte Retracement bestätigt wurde, erfolgte der Wechsel in einen 4-Stunden-Chart mit dem Ziel, Trendumkehrmuster in der Nähe des Widerstandes zu finden. Der Markteinstieg erfolgt mit der Eröffnung der Kerze bei 1,2270 in eine Short-Position, Klammer auf, Pfeil, Klammer zu. Wichtig für das Traden von Trendumkehrmustern.
In Trendrichtung handeln bedeutet, Trendumkehrformationen mit Candlesticks als das Ende eines Retracements zu nutzen, den Beginn zu handeln wäre gegen den Trend zu traden. Diese Formationen sollten deshalb auch nicht in Seitwärtsphasen als Signalgeber dienen. Die dritte im Bunde Kursprognose für die Limit Order. Grundsätzlich sollte ein Trade aus drei Komponenten bestehen. Der Markteintritt sollte an einem vorher definierten Kursniveau mit einer Stopp-Order erfolgen. Ausnahmen bilden die Trendumkehrmuster, die einen zeitlichen Einstieg zum Eröffnungskurs der folgenden Kerze vorsehen. Traden steht und fällt mit dem Risikomanagement. Der Beweis, dass eine ausgereifte Einstiegsstrategie nicht die zwingende Voraussetzung für ein erfolgreiches Traden ist, wurde und wird ja mehrfach angetreten. Ausschlaggebend ist ein dem individuellen Konto angepasstes Risiko- und Geldmanagement. Einstiegsstrategien, wie sie auch in diesem Artikel beschrieben sind, haben dennoch ihren Platz. Sie können die Trefferquote und damit die Gewinnwahrscheinlichkeit des Handelssystems erhöhen. Gut sind Systeme, die ein positives Chance-Risikoprofil aufweisen. Dies errechnet sich, indem das Gewinnpotenzial durch das eingegangene Risiko dividiert wird. Ein Profil von 2 zu 1 bei einer über 50% liegenden Trefferquote sollte in jedem Fall angestrebt werden, um sich die unvermeidlichen Verlustphasen auch leisten zu können. Wie füllt der Trader aber die Aufgabe Gewinnpotenzial dividiert durch eingegangenes Risiko mit Werten? Nehmen wir an, es bietet sich die Gelegenheit zum Trade im Währungspaar EUR/USD. Der Trader hält sich an die 1% Verlustregel und kann sich seinem Konto angepasst 500 US-Dollar als Verlust pro Trade leisten. Das entspricht bei einem 100.000 Dollar Standardkontrakt 50 Pips. Um ein Chance-Risikoprofil von 2 zu 1 zu erreichen, sollte der Trade also ein Gewinnpotenzial von mindestens 100 Pips, Klammer auf zuzüglich Spread, Klammer zu, verheißen. Doch wie stellt man das fest? Unterstützung und Widerstand spielen im Forex-Handel eine große Rolle. Betrachtet man sich im historischen Verlauf die Hauptwährungspaare, fallen bestimmte Kursniveaus auf, die immer wieder als Unterstützung bzw. Widerstand dienen. Um sie zu bestimmen, sollte man sich an einer einfachen Definition orientieren. Eine Widerstandslinie kennzeichnet im Chart diejenigen Kassen, die einen Extrempunkt markieren, ohne dass jeweils zwei Kassen links und rechts von ihr ein höheres Hoch bilden. Für die Unterstützung gilt entsprechend Gegenteiliges. Dort sollte die entsprechende Kerze ein Tief markieren, das von jeweils zwei Kerzen links und rechts von ihr nicht unterschritten wird. Weiterhin gilt, dass ehemalige Widerstandslinien in der Zukunft zu Unterstützungslinien werden und umgekehrt. Auch hier fällt der Forex-Markt durch seine hohe Zuverlässigkeit auf. Bild 5 zeigt ein Beispiel aus dem EUR/USD auf Tagesbasis. Der Wechselkurs lief ab dem 13.10.2006 in einen Aufwärtstrend und markierte mit dem beginnenden Retracement am 20.10.2006 die Elemente A und B des Dreierwellenmusters. Im Bereich der 76,4% Fibonacci-Unterstützung drehte der Kurs und setzte seine zuvor begonnene Aufwärtsbewegung fort. Der Trader, der im Sinne der Strategie Daily Trend hier eingestiegen ist, muss nun das Gewinnpotenzial abschätzen. Dazu sucht er in der Vergangenheit Unterstützungslevel, die nun zu Widerstandslinien geworden sind. Am 15.08.2006 ist eine Kerze eingekreist, die die Definition einer Unterstützung erfüllt. Sie markiert das Tief der Bewegung vom 10.08.2006 beginnend, ohne dass jeweils zwei Kerzen rechts und links von ihr tiefere Tiefs bilden. Da dieser Level in der Folge jedoch gebrochen wurde, dient er jetzt als Widerstand. Die anderen Kreise sollen verdeutlichen, dass der Kurs um die 1,2700 immer wieder ein Thema war. Der Einstieg in den Markt erfolgte an diesem Handelstag aufgrund einer Bullish Engulfing Candle bei 1,2556. Nimmt man das Beispiel des Traders von oben mit dem Stopplos von 50 Pips, muss das Gewinnpotenzial mindestens 100 Pips betragen. Die identifizierte Widerstandslinie liegt bei 1,2700, wobei eine Gewinnmitnahme etwa 10 Pips davor erfolgen soll. Die Entfernung dieser Linie betrug vom Einstieg 134 Pips,
Klammer auf 1,2690, 1,2556, Punkt. Dieser Trade entsprach mit seinem Chance-Risikoprofil von 2,8:1 den Anforderungen. Wenn nicht zu erwarten ist, dass ein Chance-Risikoprofil von mindestens 2:1 zu erreichen ist, sollte auf den Trade verzichtet und die nächste Gelegenheit abgewartet werden, unterwegs zum Allzeitrekord. Was nun? Die geschilderte Möglichkeit der Kursabschätzung durch Feststellen früherer Widerstands- oder Unterstützungslevel klappt natürlich nur, wenn es diese in der Vergangenheit auch gibt. Bewegt sich ein Währungspaar allerdings auf ein Allzeithoch oder Allzeittief zu, ist eine Kursprognose nur schwer möglich. Bewegungen in Extrembereiche hinein sind gekennzeichnet von großer Nervosität, die sich zum Beispiel in der Anfälligkeit gegenüber negativen Nachrichten oder zunehmender Volatilität zeigt. Es empfiehlt sich, ein Stoppmanagement auf Tagesbasis zu nutzen. Bewegungen auf Allzeitrekorde haben oft eine hohe Dynamik. Stops, die auf das Low des Vortages nachgezogen werden, lösen in Phasen der Aufheizung selten aus. Ein konkreter Handelsansatz. Aus praktischer Erfahrung nutzen folgende Handelsparameter die Trendumkehr mit großer Zuverlässigkeit. Einen Evening Star handelt man als Short-Position in die übergeordnete Trendrichtung. Dabei ist zu beachten, dass die entstandene Umkehr mindestens 60% der letzten langen Kerze beträgt. In diesem Fall setzt man den Stop plus 15 Pips über das High der Formation. Der Einstieg erfolgt mit der Eröffnung der Kerze, die der Formation folgt. Zur Bestimmung der Limit Order werden Widerstandslinien in der Vergangenheit gesucht, die zu Unterstützungslevels wurden. Entsprechen sie dem angestrebten Chance-Risikoprofil, sollte die Gewinnmitnahme 10 Pips vor der Unterstützung erfolgen. Das Handeln des Morningstars entspricht dem des Eveningstars mit umgekehrten Vorzeichen. Unterschiedlich ist allerdings hier die Entfernung des Stopplos. Dieser wird lediglich 10 Pips unter das Low gesetzt. Die Regel für die Gewinnmitnahme entspricht der Regel für den Eveningstar, nur umgedreht. Eine Bearish Engulfing Candle signalisiert die Eröffnung einer Short-Position in Richtung des übergeordneten Trends. Auch hier wird der Stopplos 15 Pips über das High der Formation gesetzt. Der Einstieg erfolgt mit der Eröffnung der Kerze, die der Formation folgt. Die Regel für die Gewinnmitnahme entspricht der Regel für den Evening Star. Die Bullish Engulfing Candle deutet die gleiche Handelsart nur mit umgedrehten Vorzeichen an, empfiehlt aber auch hier den Stopplos 10 Pips unter das Low zu setzen. Die Regel für die Gewinnmitnahme entspricht der Regel für den Morning Star. Sollte das individuelle Risikomanagement die Entfernung eines Stopplos nicht zulassen, muss auf den Trade verzichtet und die nächste, bessere Gelegenheit abgewartet werden. Fazit: Mit der Strategie Daily Trend lässt sich der Vorteil der Währungsmärkte nutzen, sich in stabilen Trends zu bewegen. Sowohl Ein- als auch Ausstieg lassen sich durch die Verwendung einfacher Elemente der technischen Analyse planen. Die Häufigkeit der Trades ist eher gering. In Seitwärtsphasen ist Geduld gefragt. Der Analysezeitraum ist der Tageschart, so dass sich diese Strategie besonders für Trader eignet, die ihr Geschäft mit